Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Es sieht ganz danach aus, als ob wir demnächst ein legendäres Pokémon in den 7-Sterne-Raids antreffen werden. Und zwar handelt es sich hierbei um Mewtwo. Mit dem Patch, der letzte Woche rausgekommen ist, wurde im Code ein bestimmter Text gefunden. Und dieser Text ist auf Mew bezogen und taucht im Kampf auf. Der Inhalt von diesem Kampftext ist: Mew is going all out against his formidable opponent. Auf Deutsch übersetzt heißt es: Mew gibt alles gegen diesen beeindruckenden Gegner. Welches legendäre Pokémon kommt einem in den Sinn, wenn man an Mew denkt? Richtig, Mewtwo. Also hat heute Nacht der Twitter-User Anubis ein 7-Sterne Mewtwo-Raid simuliert. Also er hat den reingemoddet, um zu gucken, ey, was hat es denn mit diesem Kampftext auf sich? Und tatsächlich taucht eben besagter Kampftext von Mew auf, wenn man sich in einem Raid befindet gegen Mewtwo. Ihr seht jetzt auch gleich, da ist Mew und zack, Mew is going to go out against his formidable opponent. Jedes Mew bekommt daraufhin 50% mehr KP und einen 20% Boost auf alle Statuswerte. Dieser Boost wird außerdem nicht von Mewtwo geclearet und bleibt für den Rest. Außerdem bekommt euer Mew nach dem Raid das Titanenzeichen. Ob man das Mewtwo fangen kann, wissen wir noch nicht, aber das ist das erste Mal, dass ein Pokémon von uns das Titanenzeichen bekommen kann und nicht der Raid-Boss. Was auch interessant ist und auf jeden Fall dafür spricht, dass wir demnächst Mewtwo bekommen, Karmesin und Purpur, ist die Tatsache, dass der erste Pokémon-Film am 18. Juli Geburtstag feiert. Dort war nämlich der japanische Release und es drehte sich ja in diesem Pokémon-Film alles um Mew und Mewtwo. Außerdem wurden für andere Spiele auch Mewtwo oder Mew-Events angekündigt. Zum Beispiel bekommen wir für Pokémon Unite Mewtwo und wir bekommen ein Shiny Mew-Event für Pokémon Go. Also gehe ich mal sehr stark davon aus, dass wir auch in Karmesin und Purpur ein Event dafür bekommen. Wir kriegen ja kommendes Wochenende Phoenixes in den 7-Stern-Raid-Events. Erster Zeitraum ist vom 7. Juli bis zum 9. Juli. Der zweite Zeitraum ist vom 14. Juli bis zum 16. Juli, sprich in der Nacht vom 16. Juli auf den 17. Juli ist auch die zweite Phase vorbei, sprich es würde extrem gut hinhauen mit dem Geburtstag des Pokémon-Films, weil dann könnten wir in der Nacht vom 16. auf den 17. tatsächlich die Ankündigung bekommen, dass wir demnächst Mewtwo bekämpfen müssen in den 7-Sternen-Raids. Also das kann ich mir echt extrem gut vorstellen und passt eigentlich alles so, ne? Also ich bin wirklich sehr optimistisch, dass wir ein Mew oder Mewtwo-Raid-Event bekommen werden. Vielleicht bekommen wir ja auch für diejenigen, die halt Mew noch nicht haben, den über ein Geheimgeschenk. Ja, ich bezweifle das, um ehrlich zu sein, aber ey, vielleicht ja doch, aber okay. Ich kann mir auch gleich Clowns-Make-up raufbrudern. Egal, was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video oder live auf Twitch wieder. In dem Sinne, haut darin, kurft dahin.